Was passiert, shit happens, also was passiert jetzt gerade so? Ganz spannend, es gibt auf Bergen Gletscher, wie zum Beispiel jetzt hier bei uns auf der Zugspitze, da gibt es 5 Gletscher. Gab es, es gibt, einer ist nämlich jetzt quasi sogenanntes Toteis. Das bedeutet, der rutscht dann irgendwann wie nasser Marmor ins Tal und ist dann weg. Und damit kommt dann erstmal so ein Bergmassiv dann ins Rutschen, aber vor allen Dingen auch, weil diese Gletscher ernähren ja teilweise auch Flüsse und dann irgendwie auch umliegendes Land und so. Das heißt, mit der Zeit, da stirbt dann so ein Gebirge weg, weil es dann zusammenfällt, aber weil dann eben auch sowas wie die Vegetation drumherum nicht mehr optimal versorgt wird. Das heißt, das, was wir an Klimawandel so anders sehen, nämlich so Versteppung und so weiter, das ist eben unser Teil davon, dass eben unsere Berge dann irgendwann schneefrei sind und dann irgendwann eisfrei und dann irgendwann auch nicht mehr grün, sondern dann sehen sie halt eben aus wie irgendwie in Teilen von Griechenland oder vom Iran. Das ist dann irgendwann so, ne? Das sind dann einfach tote Berge so. Und das ist das, was heute hier passiert. So. Das ist also nicht irgendwo in Grönland und auch nicht in Z das ist heute. So. Und das ist halt eben zu wenig Meldung dafür, dass das eigentlich ein ziemlich großes Ereignis ist. Anderes Ding, FAZ war ja früher mal eine renommierte bürgerliche Zeitung, heute ist es eigentlich so rechtes Satiremagazin, versteigt sich tatsächlich dann dazu zu sagen, dieses so, man könnte aber darüber nachdenken, ob diese Nord Stream 2-Explosion, ob das vielleicht Klimaaktivisten waren. Darüber kann man ja mal Klar. nachdenken oder so. Wir stellen nur Fragen, wir stellen nur Fragen. So, Ne. ne? Also das ist unglaublich, wie man sich dazu so entblöden kann. Und ob das jetzt ein Meinungsartikel ist oder nicht, I don't give a shit. Das ist halt irgendwie, das ist etwas, wo man wirklich sagen muss, da hat man sich jetzt echt zum Löffel gemacht. Also bei allem Clickbait-Mechanismus und so, dass Luisa Neubauer sich die Flaschen auf den Rücken schnallt, dann darunter taucht und eine Pipeline sprengt und so, das ist schon wirklich, also selten dämlich und führt natürlich auch dazu, dass man A, einerseits das Ganze framed, so, ne, also hier sind die Aktivisten und der Frame, auf dem steht Terrorismus. So, und andererseits natürlich dann auch die Diskussion weglenkt von dem, so, worüber müssen wir eigentlich reden, und das ist halt eben Klimakatastrophe. Ja, auch witzig, wie die Muster der Geschichte sich wiederholen. Ich hatte ja in meinem heutigen Skit, in meinem Critical Infinity Podcast, Habermas-Text zitiert, und er hat ja auch die FAZ benannt als treibende Kraft, um sozusagen den gewaltlosen Widerstand als gewaltvoll zu framen. Also das scheint eine sehr alte Tradition in der FAZ zu sein, die mit einer kleinen Zwischenepisode von Frank Schirmacher, der leider viel zu früh verstorben ist, mal einen Wendepunkt erreicht hat, aber jetzt wohl wieder in alte Gewässer zurückgekehrt ist. Das ist wohl wahr, ja, genau. Dann, wir hatten beim letzten Mal Liz Truss, und das war natürlich da schon outdated, aber das musste trotzdem mit hier rein. Nämlich, das war ihr Minister für Energie, der dann gesagt hat, Klimakrise gibt es nicht. Und der dann gesagt hat, okay, wir müssen jetzt noch Öl bohren und so weiter. So, ey, ne? Also Britenland bohrt dann noch Öl und neues Gas und so weiter. Und übrigens, Erneuerbare sollen dann irgendwie verboten werden und so. Ja, Liz Truss ist Geschichte so, aber diese ganze Sache, die da, ne, auf Fracking und so weiter steckt, die zeigt halt ein neues Zeitalter, wie man sich dazu verhält. Es ist eben nicht so, dass die aktive Politik was dagegen macht, sondern selber fossile Industrien sogar noch befördern will. Weil nämlich dann geht man den transformativen Bedingungen aus dem Weg. Und wer jetzt sagt, na, die Regierung ist ja weg, jetzt wird es ja bestimmt alles viel besser. Nee, jetzt nicht. Weil nämlich auch der neue Premier halt eben sagt, wegen Gas und Öl, soll man nur mal gucken und so weiter. Es ist komplett irre. Und wenn man jetzt denkt, bei uns ist besser, nee, bei uns ist, haben wir diesen irrlichternden hier Kassenwart, so, der halt irgendwie meint, er müsste in allen Ressorts irgendwie rumfuhrwerken. Ist vollkommen klar. Wir haben seit Jahren, wissen wir, dass Fracking in Deutschland halt irgendwie richtig schlimm wäre für, wie sonst auch, für Grundwasser, Umwelt und so weiter. So. Und deswegen haben wir es verboten. So. Und da möchte er jetzt ran, damit wir dann hier quasi Erdgas fördern. Es ist komplett gestört. Ja. So, aber was Schönes haben wir ja auch, nämlich ab 2025 sollen halt Erzeuger eben Plastikprodukte halt eben in so einen Fonds einzahlen. Das heißt, man geht hier mehr in das Verantwortungsverursacherprinzip rein. Wir haben ja jetzt schon durch die Verpackungsverordnung so eine ganze Reihe an Auflagen, aber hier, da geht jetzt halt, dreht man die ganze Schleife noch ein bisschen oder dreht man die Schraube ein bisschen stärker. Geht eben darum, so Vermüllung im allgemeinen Stadtbild oder in Kommunen halt eben die zu beteiligen. Geht noch lange nicht weit genug, aber das ist seit langem mal wieder etwas, wo etwas in die Richtung geht und was tatsächlich etwas für Umwelt und so weiter tut.